Also geh raus und bekenn Farbe und mach die Welt ein bisschen bunter. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache. So. Weil es tut einem gut. Mein Name ist Felix, Felix Hülpisch, Künstlername Hülpmann. Ich bin Grafiker, Illustrator, Maler, / Street Artist und bin geboren und aufgewachsen in Berlin. Berlin spiegelt sich sehr in meiner Arbeit wider. Also dadurch, dass ich durch und durch Berliner bin und alter Kiezler aus Prenzlberg Mitte, Friedrichshain ist so das Dreieck, in dem ich quasi immer so unterwegs gewesen bin und immer noch heutzutage wohne. Da verbinde ich halt natürlich jede Menge Stories mit, also was wir früher erlebt haben, auch im Graffiti-Kontext, bis hin zu Sachen, die sich durch die Stadt ziehen, Gentrifizierung, politische Themen, einfach wie sich der Kiez wandelt. An der einen Ecke ist es sehr grün, an der anderen Ecke ist es halt total, ja, total dreckig, was Berlin halt, glaube ich, auch zu einem Unikat macht, aber auch zu so einer Art Kuriosum für viele Leute. Es gibt natürlich eine sehr, sehr große Fahrradszene in Berlin und Bike ist auch meistens die schnellste Alternative, um vom A nach B zu kommen innerhalb der City. Berlin ist jetzt nicht unbedingt als die fahrradfreundlichste Stadt bekannt, aber da passiert auch gerade eine ganze Menge. Also bei dem Projekt war es jetzt natürlich nice, ich habe noch nie einen Helm in dem Sinne bemalt. Das ist für mich komplettes Neuland und Schwarz-Weiß sowieso, eigentlich auch meine Disziplin, muss man sagen. Hab dann halt angefangen, mich mit der Form oder mit der Ergonomie des Helmes halt quasi gehen zu lassen. So, das ist halt dann so mein Ding. Also ich nenne es immer Abstracts, also weil ich probiere immer mit kompakten Zeichnungen Geschichten zu erzählen, dass man halt irgendwie eine Story sich kreieren kann oder in eine Story eintauchen kann. Und das gibt immer wieder Sachen, wo man dreimal, viermal, fünfmal angucken muss. Und das ist, glaube ich, auch Berlin einfach, dass man nicht irgendwo lang geht und sagt, oh, das ist es, sondern dass man auf dem Bordstein auch noch den einen oder anderen Stein umdrehen muss, um für sich zu kicken, okay, ist das eine Geschichte für mich, ist das was kann ich hier erleben? Und ich glaube, so diesen Reiz, den ich in den Bildern sehe, die ich male für andere Zuschauer, ist halt, dass man nicht nur eine Geschichte hat, sondern die Sache halt sehr viele verschiedene Metaebenen hat auch. Wenn das Teil dann fertig ist, dann steht's, dann schaue ich es mir eine Weile an, guck, okay, kann man hier noch irgendwie was korrigieren, kann man da vielleicht noch irgendwie, da noch ein kleines Strichchen, da noch drei Pünktchen. Und dann haben wir ein Hülpmann-Helmchen von Abos.